Geld verdienen im Schlaf, mit Musik hören Geld verdienen, Geld generieren am Handy, am besten noch am Strand. Das sind alles Versprechen, die man von digitalen Rattenfängern erhält, wenn man sich rund um das Thema passives Einkommen informiert. Aber nicht nur digitale Rattenfänger, sondern auch wirklich etablierte Experten im Bereich Vermögensaufbau bzw. Finanzen oder auch Persönlichkeitsentwicklung empfehlen, sich Quellen für sogenanntes passives Einkommen zu suchen. Was euch dabei keiner verrät, es gibt kein passives Einkommen. Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und in diesem Video möchte ich mit euch über dieses spannende Thema sprechen, was schon so ein bisschen wie so ein Mythos durch die Finanz- und Unternehmerwelt geistert und viele, die vor allem anfangen, suchen erstmal nach Möglichkeiten, genau das zu erreichen, nämlich ein passives Einkommen, was möglichst ohne eigenes Zutun einfach so monatlich, wöchentlich oder täglich aufs Konto prasselt. An Anleitungen und Modellen, die dieses Thema propagieren, mangelt es überhaupt nicht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das gibt es nicht. Bevor wir anfangen, damit ihr wisst, dass ich hier nicht einfach nur drauf losbrabbel, ganz kurze Vorstellung zu mir. Ich bin seit mehr als 10 Jahren unternehmerisch tätig und habe selbst auch verschiedenste Einkommensquellen. Ich liste einfach mal ein paar auf. Das eine ist Onlinehandel seit mehr als 10 Jahren. Ich besitze Immobilien, die ich langfristig vermiete, bis vor kurzem auch kurzfristig vermietet habe über Plattformen wie Airbnb und Co. Ich betreibe 2 Waschsalons und habe Zinseinkünfte aus Darlehen bzw. Geschäftsbeteiligungen und natürlich auch verschiedene Aktien, die mir regelmäßig Dividenden zahlen. Ich besitze die eine oder andere Kryptowährung und betreibe Affiliate-Marketing. All das sind wahrscheinlich die ein oder anderen Themen, die man kennt, wenn man sich Inhalte dieser Gurus angeschaut hat, die einem hier ein tolles System verkaufen wollen, um passives Einkommen zu generieren. Jetzt wird der ein oder andere denken, das sind genau die gleichen Sachen, die die anderen propagieren. Der hat und macht das auch. Warum steht er nicht hinter dem Konzept? Bevor wir darauf eingehen, warum es kein passives Einkommen gibt und was du stattdessen tun kannst, um trotzdem die gleichen Vorteile zu bekommen, möchte ich noch ganz kurz auf unseren heutigen Sponsor hinweisen. Wegen dem ist dieses Video hier für dich kostenfrei. Das ist Safdesk, ein Rechnungs- und Buchhaltungstool, mit dem du Angebote, Lieferscheine und auch Rechnungen, Auftragsbestätigungen und so weiter alles schreiben kannst. Also falls du dich mal selbstständig machen möchtest, solltest du dir das Tool definitiv anschauen. Oder falls du schon selbstständig bist und dein eigenes Unternehmen hast, guck es dir einfach mal an. Das geht über den Link hier unten drunter in der Beschreibung. Du kannst es 14 Tage komplett unverbindlich testen, komplett kostenfrei. Und falls du sagst, ja, das passt zu mir und meinem Unternehmen, dann bekommst du über uns hier exklusiv 50% Rabatt auf deine komplette erste Buchung, also bis zu 24 Monate darauf 50% Rabatt. Das kriegen hier nur exklusiv unsere Zuschauer. Also speichert es euch gerne ab, auch falls ihr es für die Zukunft mal braucht. Genug der Werbepause, würde ich sagen. Wir starten mal rein. Bevor wir uns das mit den Vor- und Nachteilen und dem Mythos beschäftigen, gucken wir uns erstmal an, worum dreht sich hier überhaupt, was ist das? Und ich habe da mal nachgeschlagen, was bedeutet passiv eigentlich in diesem Zusammenhang. Habe da 2 Definitionen gefunden. Zum einen bedeutet passiv von sich aus nicht die Initiative ergreifend und sich abwartend verhaltend, die Dinge an sich herankommen lassend, nicht tätig, rührig, zielstrebig, nicht tatkräftig oder unternehmungslustig. Die 2. Definition war nicht selbst in einer Sache tätig, sie nicht ausübend, sie erduldend, etwas mit sich geschehen lassend, auf sich einwirken lassend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Attribute und Beschreibungen höre wie nicht zielstrebig, nicht tatkräftig und nicht unternehmungslustig, da fühle ich mich zum einen überhaupt nicht angesprochen, zum anderen denke ich mir, was soll dabei herauskommen, wenn sich jemand oder etwas genau so verhält und vor allem, wie soll das funktionieren? Also woher soll etwas kommen, was auf meinem Konto sprudelt und da wirklich die Eurozahlen hochschnellen lässt? Wenn ich mich nicht die Initiative ergreifen, mich abwartend verhalte, die Dinge an mich herankommen lasse und so weiter. Ihr habt es eben gehört, ich lese es nicht nochmal vor. Also wie soll das gehen und vor allem warum? Also irgendwer muss die Rechnung am Ende zahlen und warum sollte jemand dafür finanzielle Ressourcen aufwenden, damit ich passives Einkommen erhalte? Ihr merkt schon, irgendwo klemmt es da in der Definition und deswegen ist meine Kernthese, es gibt kein passives Einkommen, sondern nur Investitionen. Ich meine das tatsächlich so im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann da hauptsächlich in 2 Kategorien investieren, entweder in Form von Geld oder in Form von Zeit. Ich habe das jetzt hier mal an meinen Einkommensarten ein bisschen klassifiziert. Investition von Geld bedeutet wirklich minimalster Zeitaufwand. Das sind zum Beispiel Dividenden in Form von Aktienerträgen, die an mich ausgeschüttet werden oder auch Zinserträge. Ja, auch da hat man bei beiden Formen ein kleines bisschen Zeitinvestment. Ich muss einen Vertrag unterschreiben oder ich muss bei meinem Broker auf Kaufen drücken. Aber im Prinzip gebe ich nur Geld rein und bekomme dann über einen langen Zeitraum gestreckt meine Erträge zurück. Die 2. Form ist die Investition von Zeit.
Das ist zum Beispiel im Bereich meiner eigenen Unternehmen. Da kann ich einfach meine persönliche Zeit reingeben, kriege dann mein Einkommen zurück oder aber sonstiges Verfolgen von Geschäftsideen. Auch da muss ich in der Regel erstmal sehr viel Zeit mitbringen. Ich muss mich in dem entsprechenden Bereich fortbilden. Ich muss networken. Ich muss die Idee umsetzen und die tatsächlichen Dinge, die man braucht, um den Mehrwert für den Kunden zu erzeugen, umsetzen. Welche 12 Wege es gibt, um Mehrwert zu erzeugen, haben wir schon mal in einem Video erklärt. Das verlinke ich dir hier unten drunter. Das sind immer die gleichen Dinge. Und ja, das muss ich tun, das muss ich ausführen. Und Geschäftsmodelle, die ich gerade umsetze, sind tatsächlich sowas wie Affiliate-Marketing oder Lizenzgebühren, Bücher, die man geschrieben hat oder Musik, habe ich jetzt beides nicht. Aber das wären so Formen, wo man ausschließlich Zeit investieren muss, aber ziemlich wenig Geld. Dann gibt es noch die Königsklasse, nämlich die Kombination aus beidem, Zeit und Geld investieren. Das ist der Fall zum Beispiel bei unseren Waschsalons oder bei Immobilien. Wer denkt, da gibt man einfach nur ein bisschen Geld rein, man kauft die und dann kassiert man jeden Monat die Miete? Mitnichten. Das ist definitiv nicht so. Die Heizung geht kaputt, die Nebenkostenabrechnung steht an, es gibt einen Wasserschaden, Einzug, Auszug und so weiter. Einen Teil davon kann man an verschiedene Dienstleister abgeben, aber die rundum sorglos Immobilie, wo ich nur Geld reingebe, gibt es nicht. Und falls es die gibt, dann habe ich da tatsächlich keine Rendite unterm Strich. Also das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Nichtsdestotrotz mache ich das natürlich sehr gerne, aber ich wollte euch nur ganz kurz sagen, vergisst, dass ihr da nur Geld investieren müsst. Ähnlich sieht es natürlich auch beim Onlinehandel aus. Auch da gibt es ja Gurus, die propagieren, setzt das einmal auf und ihr verdient hier Geld im Schlaf. Auch das ist nicht der Fall. Man braucht zum einen relativ viel Geld und man muss sich da wirklich reinarbeiten. Vergesst nicht, es gibt hier Player wie Amazon und Co., die weltweit in diversesten Sachen führend sind, und denk nicht, dass nur weil du einmal 12 Stunden daran gearbeitet hast, dass du solche Unternehmen umschiffen kannst, besser sein kannst als die und die sich da die Butter vom Brot nehmen lassen von jemandem, der im Schlaf Geld verdienen möchte. Also vollkommen wahnsinnige Vorstellung, aber all das wird ja in diversen Online-Kursen gelehrt, dass es ja angeblich funktioniert. Aber was ich damit sagen wollte, es gibt nur das Konzept, du investierst etwas und bekommst am Ende mehr raus, als du reingegeben hast, aber es gibt kein passives Einkommen, wo man sich abwartend verhält, durch eine magische App irgendwie Geld verdient, was aufs Konto sprudelt. Aber ich habe dir auch versprochen, es gibt Alternativen, die du tun kannst. Dabei wird es jetzt nicht bleiben bei diesem oberflächlichen Geplänkel, sondern ich habe dir natürlich Alternativen und klare Handlungsanweisungen mitgebracht, was du tun kannst und vor allem, worauf du dich fokussieren solltest. Meiner Meinung nach ist es nämlich die Entkopplung von eingesetzter Zeit und Einkommen. Und das ist eine Sache, die ich für sehr realistisch halte. Es ist möglich, mit weniger Zeiteinsatz ein deutlich größeres Einkommen zu bekommen, als du wahrscheinlich jetzt gerade hast, ohne dass ich deine persönliche Situation kenne. Aber es gibt hier sehr viele Stellschrauben, die man drehen kann, um den Zeiteinsatz zu minimieren und den Output trotzdem zu erhöhen. Und das ist meiner Meinung nach auch das, worauf du dich fokussieren solltest. Nicht nach passivem Einkommen suchen und irgendwelchen Online-Gurus folgen, sondern gucken, wie kann ich wirklich Mehrwerte schaffen, Kundenprobleme lösen oder generell Probleme lösen und dabei meinen Zeiteinsatz minimal halten. Und ich habe das mal ein bisschen gegliedert nach aktueller Lebenssituation. Hier auf dem Kanal dreht sich ja hauptsächlich alles um Selbstständigkeit und Unternehmertum und ist natürlich auch für diese Zielgruppen ausgerichtet. Aber ich verstehe auch, dass jemand erstmal irgendwo anfangen muss. Und deswegen habe ich erstmal angefangen mit Angestellten, was die jetzt gerade tun können. Wenn du sagst, ja, ich kann mir vorstellen, über kurz oder lang hier ein bisschen dran zu drehen, ich möchte mich da weiterentwickeln. Deswegen freue ich mich, wenn du diesen Weg gehst und möchte damit gerne starten. Das Erste, was du als Angestellter machen kannst und meiner Meinung nach auch machen solltest, um Zeit und Einkommen zu entkoppeln, ist, dir ein Gehaltsmodell zu überlegen, was genau das tut, nämlich nach Leistung zu bezahlen und nicht nach Anwesenheit oder eingesetzter Zeit. Anwesend sein kann jeder, Leistung bringen nicht. Ich denke, dir fällt jetzt der ein oder andere Kollege ein für beide Kategorien. Das Kopfkino überlasse ich dir an dieser Stelle. Was ich damit konkret meine, ist, dass du dir ein Gehaltsmodell überlegst, wo deine persönliche eingesetzte Leistung, die du erreicht hast oder die Ergebnisse, die du produziert hast, honoriert werden. Das kann zum Beispiel sein in Form von einem Grundgehalt, was niedriger ist als dein jetziges Gehalt, und einem Bonus, der abhängig von deiner Zielerreichung gezahlt wird. Das ist schon mal eine Stellschraube, die du hast. Das kann man auch für den Arbeitgeber schmackhaft gestalten, ohne dass der wirklich großes Risiko hat. Für den Arbeitgeber verbessert es sich sogar, weil er weiß, ich zahle nur, wenn ich auch wirklich das bekomme, was mich vorwärts bringt. Was für dich persönlich dabei wichtig ist, ist, dass du die Ziele so vereinbarst, dass die nicht von anderen durchkreuzt werden können, deine Pläne sozusagen. Also die sollten so gewählt sein, dass andere nicht die Limitation für deine Zielerreichung sind. Also zum Beispiel, wenn du darauf angewiesen bist, dass die anderen Kollegen zuarbeiten und du nur dann deine Ergebnisse bringen kannst, dann wird es ziemlich schwer, sondern guck eher, dass du das Ziel so steckst, dass deine persönliche, einflussbare
deine Einflusssphäre quasi ausschließlich dafür zählt. Soweit, so gut. Ich glaube, das ist relativ klar. Falls du sagst, ja, habe ich entweder keine Lust drauf oder ist in meinem Einsatzbereich, in meinem Angestelltenjob so nicht möglich, auch das kann ich vollkommen nachvollziehen. Es gibt einfach verschiedene berufliche Situationen. Nicht jede Position und jeder Job bietet sich da an. Dann hast du natürlich trotzdem die Möglichkeit, dich nebenberuflich selbstständig zu machen. Die Anleitung dazu habe ich dir hier unten drunter verlinkt. Da gehe ich jetzt in Kürze oder in Detail nicht drauf ein, aber wir haben dafür eine fertige Ressource, die du hier drunter verlinkt findest. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, eine Investition in Form von Geld zu tätigen. Das heißt, ich habe da zum Beispiel einen Freund, der ist Beamter. Da wird ja nicht leistungsorientiert bezahlt, weil ich glaube, der eine oder andere würde dann verhungern. Spaß beiseite. Ich weiß, es gibt sehr viele fleißige Beamte, die einen richtig guten Job machen. Danke an der Stelle. Aber auf die anderen, da muss ich nochmal ganz kurz hinweisen. Abseits davon hat natürlich so jemand keine Möglichkeit, mit seinem Chef zu verhandeln. Das ist in der Regel irgendein Bundesland oder eine Bundesbehörde. Und da gibt es feste Tabellen und feste Staffeln. Das ist einfach schwierig, da zu verhandeln, sehe ich ein. Und deswegen haben solche Leute aber trotzdem die Möglichkeit, ihr Geld zu nehmen, was sie überflüssig haben, und zu investieren. Das kann zum Beispiel sein in Form eines Aktieninvestments, um dann Dividenden zurückzuerhalten. Das kann auch sein in Form von Darlehen, die ihr einfach an andere Leute gebt, die gute Geschäftsideen haben, die finanziellen Bedarf haben, um bestimmte Dinge zu realisieren. Und dafür bekommt ihr dann einfach einen Zinsertrag. Eine weitere Möglichkeit oder ein ganz konkretes Beispiel dafür wären zum Beispiel Photovoltaikanlagen, die jetzt gerade einen hohen Bedarf haben. Die haben erstmal eine hohe Liquiditätsbindung oder Kapitalbindung, aber man kann relativ genau berechnen, schon im Voraus, was ich an Ertrag zu erwarten habe, was wird das, diese Anlage an Leistung bringen. Und dafür gibt es super Simulationen, es gibt ein gutes Ertragsmodell und das wäre ein Investment, was man auch super als Angestellter nebenbei tätigen kann. Dann hat man natürlich ebenfalls die Möglichkeit, Zeit zu investieren neben seinem Hauptberuf, und zwar in Form von einem Buch, was man schreibt. Vielleicht bist du ein super Koch und kannst gute Kochbücher schreiben oder bist im Bereich einer bestimmten Sportart sehr versiert und kannst da Anleitungen schreiben. Also lauter solche Möglichkeiten, die sind hier endlos. Ich liste die nicht im Detail auf, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Hier braucht man wirklich kein Geld für, nur einen Computer. Eigentlich geht das sogar am Handy, wenn man gut tippen kann. Und hier kann man relativ gut seine Zeit investieren und dann langfristig Erträge zurückbekommen. Man hat ebenfalls die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen ohne ein finanzielles Investment, und zwar indem man einfach seine Arbeitskraft reingibt. Auch das könnte zum Beispiel jemand machen, der, sagen wir mal, Buchhalter ist und der mit seinem Hauptarbeitgeber ganz schlecht leistungsorientierte Bezahlung vereinbaren kann. Ich weiß nicht, die Kennzahl wäre irgendwie Anzahl gebuchter Belege pro Tag. Ist jetzt nicht so schön. Und der könnte sagen, ich beteilige mich an einem Unternehmen, ich arbeite für eine gewisse Zeit lang kostenfrei für das Startup und ab einem gewissen Punkt bekomme ich das, was ein normaler Buchhalter bekommen würde, vielleicht mit einem gewissen Abschlag, -20%, aber ich habe eine gewisse Geschäftsbeteiligung dafür erhalten. Das ist eine Möglichkeit, die du hast, wodurch du deine persönliche Zeit vom Einkommen entkoppeln kannst. Dann hast du ebenfalls natürlich die Möglichkeit, beides zu kombinieren, Zeit- und Geldeinsatz. Ich mache das hier nochmal ganz kurz. Immobilieninvestments wäre eine Möglichkeit, die zum Beispiel auch eben besagter Bekannter oder Freund sehr gut umgesetzt hat. Seit mittlerweile 17 Jahren investiert er neben einer Beamtentätigkeit in Immobilien und dadurch ist das Einkommen mittlerweile schon in ähnlicher Höhe wie seine Haupttätigkeit und da ist ein ordentliches Vermögen schon entstanden. Auch hier hast du die Möglichkeit, Geschäftsbeteiligung natürlich anzugehen, wo du sowohl Zeit als auch Geld reingibst. Du kannst dich neben deinem Hauptberuf darin einbringen. Je nach Tätigkeitsbereich macht das sogar richtig viel Spaß. Also ja, auch eine schöne Möglichkeit. Du kannst individuelle Geschäftsideen noch selbst umsetzen, komplett alleine, also ohne dich irgendwo ranzuhängen, sondern komplett auf deine eigenen Beine gestellt. Und dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit für Handel. Auch das halte ich für sehr relevant. Ihr kennt den alten Spruch, ist der Handel noch so klein, bringt er nichts als Geld herein. Und das kannst du ebenfalls nebenberuflich umsetzen. Ich kenne da zum Beispiel jemanden, der mit Autoreifen, mit gebrauchten Autoreifen handelt, kauft jeweils an und verkauft dann über Plattformen wie eBay Kleinanzeigen und ähnliche Portale die Sachen weiter. Das läuft neben seinem Hauptjob und man muss einfach mal ein paar Übergabetermine arrangieren bzw. Rückfragen beantworten, wenn es denn da was gibt. Soweit, so gut. Ich glaube, die Angestellten sind sehr weit verarztet. Die gute Nachricht ist, auch Selbstständige und Unternehmer können die eben angewendeten Dinge natürlich neben ihrem Hauptbusiness anwenden. Trotzdem habt ihr Selbstständigen und Unternehmer noch ein paar mehr Möglichkeiten. Gerade im eigenen Betrieb ist der Hebel noch ein bisschen größer und es ist einfacher, Hebel zu finden für die eigene Zeit, um das Einkommen zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Dinge, zum Beispiel der erste Punkt ist meine Ermunterung zum Frühjahrsputz, und zwar nicht in physischer Form, sondern in Form deiner Betriebsorganisation. Schau bitte mal durch, was kannst du für unnötige Dinge eliminieren.
Ich weiß, das sage ich immer mal wieder in verschiedenen Videos, aber gerade wenn ich mir fremde Unternehmen anschaue, fällt mir das relativ häufig auf, dass da unsinnige und unnötige Dinge gemacht werden, die keinen großen Einfluss haben. Ich weiß, auch bei meinen Unternehmen ist das so und der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Das ist ebenfalls, glaube ich, so eine Sache, die sich überall durchzieht. Aber bei Fremden fällt es einem natürlich noch deutlich einfacher auf. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, es gibt bestimmte Produktkategorien, die man einfach schon eine gewisse Zeit lang bedient, die aber gar nicht so viel bringen. Das kann zum Beispiel sein, wie eine Apotheke, mit der ich neulich Kontakt hatte, die haben Pflegehilfsmittel ausgegeben, die werden von der Pflegekasse bezahlt. Da gibt es super viel Dokumentationsaufwand, die Preise sind gesetzlich festgelegt in so einem Rahmen, den man verlangen kann und man hat sehr viel logistischen Aufwand, sehr viel Papierkram, um am Ende pro Kunde pro Monat ein bisschen weniger als 40 Euro Umsatz zu machen und vielleicht 10 Euro oder so zu gewinnen. Das haben die schon immer gemacht, weil wir haben es ja schon immer gemacht. Und so eine Produktkategorie zum Beispiel zu beenden und zu sagen, das können wir leider nicht mehr anbieten, hier ist ein Mitbewerber, hier ist ein guter Partner, kümmert euch drum, das macht total viel Sinn. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Tätigkeiten, die ein bisschen unnötig sind in deinem Betrieb, die ihr aber schon immer so gemacht habt, wie zum Beispiel das Erfassen von irgendwelchen Daten oder Kennzahlen, die sich aber niemand anschaut und niemand auswertet. Das ist auch so eine Sache, die man zum Beispiel eliminieren kann. Waren nur zwei Beispiele von etlichen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Schau einfach mal, was kannst du eliminieren in deinem Unternehmen. Das nächste ist, falls du Dienstleister bist, ein riesiger Hebel sind die sogenannten Productized Services, das heißt Dienstleistungen, die in ein Standardprodukt verpackt sind. Auch das habe ich schon mal in einem anderen Video erwähnt. Das Konzept ist einfach, dass du eine Pauschale für eine bestimmte Dienstleistung nimmst und gar nicht mehr nach deinem persönlichen Zeiteinsatz oder dem Zeiteinsatz deiner Mitarbeiter berechnest. Und das hat ziemlich viele Vorteile. Zum einen ist es für den Kunden sehr gut greifbar. Du hast deutlich bessere Möglichkeiten im Vertrieb, wenn du einfach einen Standardpreis sagst. Du sparst dir häufig auch das Angebotgeschreibe, sondern du sagst einfach, Entwicklung eines Logos kostet x Euro oder Webdienstleistung xy kostet einfach z Euro. Und da gibt es sehr viel Potenzial für die Entkopplung deines Zeiteinsatzes vom Einkommen. Ich habe hier nochmal zwei Beispiele, zum Beispiel einen Webdesigner, der in einem Shopify-Theme, also in einem Online-Shop, diese Grundpreisanzeige einrichtet. Das ist in bestimmten Produktkategorien Pflicht, zum Beispiel bei Lebensmitteln muss man sagen, diese Nüsse kosten x Euro pro Kilo oder so und so viel Euro pro Liter. Diese Grundpreisanzeige ist, wie gesagt, Pflicht, muss bei manchen Themes eingebaut werden, bei manchen ist es schon drin, bei einigen geht es sehr einfach, bei manchen ist es eher kompliziert. Und du würdest als Dienstleister aber immer genauso viel verdienen, egal ob das jetzt ein einfaches Theme ist und du nur 10 Minuten brauchst, dann bekommst du trotzdem deine 59 Euro netto. Oder wenn es eine Stunde dauert, dann dauert es halt eine Stunde. Aber du kannst den Preis im Voraus kalkulieren, weißt natürlich auch schon aufgrund deiner Erfahrung, wie lange brauche ich dafür ungefähr und kannst es dann in eine Standardform gießen. Und wenn du natürlich weniger Zeit brauchst, dann hast du einen relativ großen Gewinn und kannst unabhängig vom Zeiteinsatz dann abrechnen. Das Schöne ist, gerade wenn es standardisiert ist, kannst du es auch sehr gut delegieren, da komme ich gleich nochmal drauf. Und dadurch hast du natürlich ebenfalls nochmal eine deutlich bessere Möglichkeit, das von dir als Einzelperson abzukoppeln. Ein weiteres Beispiel wäre ein Fotograf, der nicht mehr nach Zeiteinsatz für das Shooting oder Zeiteinsatz bei der Bildbearbeitung berechnet, sondern einfach sagt, ein Hochzeitsshooting kostet x Euro, ihr habt ein Bilderpaket dabei, da sind bis zu 50 Bilder, nehmt es oder lasst es. Und damit kann man sich natürlich gut ja, ebenfalls entkoppeln von der Zeit und trotzdem sein Einkommen stabil halten. Ein weiterer großer Punkt, wo super viel Potenzial schlummert, das kann ich gar nicht genug betonen, ist die Automatisierung. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht in den letzten ein, zwei Jahren und gerade in den letzten Monaten nochmal on top. Ziemlich viel Zeit investiert, weil sich da sehr viel getan hat. Und schreibt hier gerne drunter in den Kommentaren, falls ihr mehr dazu erfahren möchtet. Es gibt sehr viele Automatisierungsmöglichkeiten und man kann extrem viel an Maschinen oder Software abgeben mittlerweile, deutlich mehr als die meisten Menschen denken. In einem Unternehmen von uns ist die komplette Auftragsbearbeitung automatisiert. Wir haben nur noch eine Vollzeitmitarbeiterin, die schaut, ob das alles so in Bahnen läuft und wenn es mal ein Problem gibt, greift die ein. Aber das meiste läuft wirklich wie eine Maschine einfach automatisch in der Software durch. Und da geht es auch um den Kontakt mit anderen Stellen, mit anderen Behörden beziehungsweise auch mit unserem Logistikdienstleister, mit der Buchhaltung und so weiter. Und es läuft voll automatisiert durch. In unserem anderen Unternehmen betreiben wir zwei Waschsalons. Auch das ist komplett personalfrei, bis auf die Reinigungskraft, die einmal am Tag durchgeht. Das ganze Ding ist in Selbstbedienung. Man kann es aus der Ferne fernsteuern, jederzeit kontrollieren. Und auch das ist ansonsten vollkommen automatisiert. Morgens geht automatisch die Tür auf. Kassenberichte werden automatisch an die Buchhaltung geschickt. Wenn Probleme mit Auszahlungen sind zum Beispiel, beziehungsweise die Kassenbestände werden jederzeit in Echtzeit übermittelt. Und all das ist voll automatisiert. Und auch da gibt es Marktbegleiter, die das eben nicht gemacht haben. Und ich habe da mein persönliches Einkommen total von der eingesetzten Zeit
entkoppelt. Wie gesagt, falls dich das Geschäftsmodell Waschsalon interessiert, findest du hier unten drunter den Link und die Videos dazu. Aber auch wer jetzt sagt, ich will nicht alles komplett automatisieren, geht in meinem Bereich vielleicht auch nicht, verstehe ich auch vollkommen, aber dann gibt es trotzdem Geschäftsprozesse, wo du sehr viel automatisieren kannst, wie zum Beispiel nie mehr Rechnungen suchen für die monatliche Buchhaltung oder für die Finanzbuchhaltung. Dafür gibt es auch Tools, verlinke ich dir auch gerne hier unten drunter. Oder was kann man noch nehmen? Zum Beispiel E-Mails bestimmten Mitarbeitern zuordnen, Ticketbearbeitungen vorsortieren, zusammenfassen von bestimmten Themen. All das sind Dinge, die man automatisieren kann. Das Erstellen von Reportings und so weiter. Also schreibt gerne hier unten drunter, was ihr automatisiert haben möchtet. Und wenn ich dazu mal ein Video machen soll, mache ich das sehr gerne. Und dann kommen wir nochmal zum vierten Punkt. Es gibt natürlich noch für uns Unternehmer und Selbstständige die Chance, Dinge zu delegieren. Auch das mache ich persönlich sehr gerne, wenn auch immer noch viel zu selten. Hin und wieder ist es total sinnvoll, Mitarbeiter oder externe Dienstleister einzusetzen für bestimmte Einzelschritte, nämlich da, wo nicht automatisiert werden kann, aber du als Einzelperson trotzdem nicht gebraucht wirst. Man kann so den Engpass der eigenen Person vermeiden. Natürlich muss man dafür die Prozesse irgendwie dokumentieren, aufschreiben oder dokumentieren, was man haben möchte. Vielleicht in Videoform, vielleicht in Textform. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch ebenfalls hier unten drunter, wie das funktioniert, wie du das machen kannst und vor allem, worauf man achten muss, damit das Ganze nicht schief geht. Das Schöne ist, damit hat man teilweise sogar noch einen Preisvorteil, je nachdem, wen man einsetzt als Dienstleister oder als Mitarbeiter. Wir haben für einige Prozessschritte zum Beispiel virtuelle Assistenten, die deutschsprachig sind und im Ausland sitzen, die bekommen ja zwischen 4 und 8 Euro pro Stunde, kommt ein bisschen drauf an, was für Aufgaben das sind. Und wenn es englischsprachig ist, geht es teilweise sogar unter 2 Dollar pro Stunde. Und durch diese verschiedenen Standorte auf der Welt hat man hier natürlich einen riesen Hebel. Wenn ich die gleiche Arbeit von jemandem machen lassen kann, der 2 oder 3 Dollar pro Stunde bekommt oder jemanden, der hier 30 pro Stunde bekommt, dann habe ich natürlich trotzdem mein Einkommen ziemlich erhöht beim gleichen Aufwand letzten Endes. Und die gute Nachricht für alle Selbstständigen und Unternehmer ist, ihr habt natürlich auch die gleichen Investitionsmöglichkeiten wie schon vorher bei den Angestellten genannt. Auch das geht nebenbei super. Ne? Wie vorhin am Anfang erwähnt, investiere ich zum Beispiel auch nebenbei in Aktien oder in Immobilien. Und das lässt sich super mit meinen anderen Tätigkeiten vereinbaren. Soweit, so gut. Ich habe jetzt, glaube ich, relativ lang geredet, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und geholfen, das Konzept zu verstehen. Und ein bisschen wegzukommen von dem Mythos passives Einkommen, sondern ich konnte den Fokus hoffentlich ein bisschen mehr darauf lenken, wie du deine Zeit und dein Einkommen voneinander trennen kannst und da keinen linearen Zusammenhang hast, sondern das Ganze idealerweise aussieht wie so eine Hockeystick-Kurve. Jetzt wird mich deine persönliche Meinung interessieren, schreib das gerne hier unten drunter. Und auch wenn du Rückfragen dazu hast, stehe ich natürlich hier gerne in den Kommentaren bereit, aber auch Feedback dazu, darüber freue ich mich. Falls es dir nicht gefallen hat, schick das doch an jemanden, den du nicht leiden kannst. Falls es dir gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und falls du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, bekommst du die, indem du diesen Kanal hier drunter abonnierst und die Glocke daneben aktivierst. Vielen Dank fürs Zuschauen, für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute, jederzeit viel Erfolg und ein allzeit hohes Einkommen. Macht's gut, bis bald.